Ja, Leute, da bin ich mal wieder und ich habe was Tolles für euch dabei heute. Und zwar das Update vom Galaxy S7 für Android 7. So, das war gerade passend, weil ich gerade ein Video zum Galaxy S8 anschaue und dachte mir so, guckst du heute in die Updates rein und ja, drücken wir auf Download und laden das mal runter. Geht ja ganz schön schnell, sind 1,3 GB. Und ja, da haben wir dann die ganzen Updates drin. Haben wir jetzt noch das andere Fenster offen? Hier, kann man da nochmal reinschauen? Nee. Tatsächlich hätten wir jetzt nochmal diese Release-Dinger angucken können, habe ich jetzt vergessen. Egal, man hat es auf dem Display gesehen. Ja, dort laden wir jetzt mal eben runter. So, 100% sind erreicht. Haben wir geschafft. Noch ganz kurz warten, bis er den Download abschließt. So, Software-Update, da haben wir jetzt doch nochmal alle stehen. So. Kann jetzt installiert werden. Wenn Sie nachts installieren, tippen wir das in Absatz zwischen 2 und 5 Uhr morgens installiert. Will ich aber nicht. So, Neuigkeiten. Neues Betriebssystem-Upgrade. Android 7.0. Bringt einmal mit verbesserte Verwendbarkeit der Benachrichtigungsfunktion und der Schaltfläche für die Schnelleinstellungen. Verbesserte Verwendbarkeit von Multi-Window und Sperrbildschirm, das finde ich ganz interessant. Effizienter Speicherplatz für die Installation von heruntergeladenen Apps, Geschwindigkeit fürs System-Upgrade und App-Installation erhöht. So, dann haben wir sogar eine neue UX-Benutzer-Erlebnis. Das sehen wir dann gleich, wie das neu aussieht. Stellt neue UX und verschiedene Leistungsmodi bereit, Menü für Einstellungen und AOD-Funktionen verbessert, Samsung Pass-Funktionen hinzugefügt. Die Funktion Meine Orte und Galaxy Labs und OnCircle wurden entfernt. Und der S-Planner wurde endlich zu Kalender umbenannt. Leute, habt ihr es endlich hinbekommen? Warnung, bla bla bla, interessiert mich nicht jetzt. Drücken wir da gleich auf Installieren. Ich muss noch meinen Akku tauschen. So, Akku ist getauscht, dann können wir das Ganze mal jetzt installieren. Zack. Bitte warten. Android System Update. Aktualisierung wird vorbereitet. Das ist ja nice gemacht, müssen wir schauen. Oben, diese blaue Leuchte, also Benachrichtigungslicht, das pulsiert so ganz leicht. Das sieht man jetzt, glaube ich, hier auf dem Video nicht ganz. Das pulsiert von so dunkel zu heller, das müsst ihr euch mal anschauen. Wenn ihr das so erkennen könnt, sieht man das vielleicht so. Nö, da reicht wohl der Farbraum von der Kamera nicht, schade. Das pulsiert auf jeden Fall von so leicht dunkelblau zu leicht hellblau. Sieht man leider nicht. Aber egal. Für viel werden das halt gemacht und es leuchtet halt durchgehend. Wow, Installation abgeschlossen. Da heißt, wir haben das geschafft. Google Play Dienste angehalten, alles klar. Wow, die Symbole oben sehen ja auch schon mal anders aus. So das Vibrationsmuster ist anders. Ja, oh, dann schließen wir die App eben. Mir doch egal. Ah, witzig. Will ich aber nicht. Ich will kein Facebook da drauf haben. Instagram auch nicht. Hallo. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß, ganz ehrlich? Oh mein Gott, warum? Ja, das von mir aus, das kann ich immer noch dem sehen. Oh, wehe, ich kann Facebook nicht mehr runterwerfen. Yo,
Aktualisierung von Apps. Einige Apps können nicht optimiert werden, müssen auf die neuesten Versionen aktualisiert. Tippen Sie zum Herunterladen und installieren die Updates auf Aktualisierung. Panoramaaufnahme. Okay, ja, das können wir machen. Die habe ich dann auch extra installiert. Das fängt sehr gut an. Gut, die Symbole oben sind ein bisschen mehr zusammengequetscht in der Leiste hier oben, wie ich finde. Okay, so. Gut, mal sehen, was jetzt kommt. SIM-Karte gesperrt. Ja, Leute. Nee, du. Die bleibt schön bei mir. So. Der ist entsperrt. Was? Jetzt kommt hier noch so eine Meldung. Gerade, da war so ein Balken mit Android wird aktualisiert. Ja. Hallo, Leute. Was geht ab? Mit dem Handy anscheinend nichts mehr, oder? Doch. Ah, hier. Genau, hier wird Android aktualisiert. Ja, gut. Das bleibt auch bei mir. So. Oha, wie das einfach anders aussieht. Wie einfach hier alle jetzt so einen komischen weißen Hintergrund haben. Ihr Gerät wird aktualisiert. Okay. Oh, wir haben jetzt überall so runde Fenster. Das ist ja cool. Das gefällt mir so ein bisschen, nur das WhatsApp-Ding, was heißt WhatsApp, alle Dinger sehen so aus, auch die, wo ein anderes Symbol haben, das heißt, Oha Galerie hat ein neues Symbol, wie man sieht, hier, ich komme nicht weiter an die Kamera ran, ne? Ich glaube, ich stelle die mal ein bisschen anders hin, gut, jetzt muss ich die Kamera festhalten, egal, aber ich kann euch besser Zeichen hier zeigen. Oder wir legen das einfach wieder hin und drehen die wieder, weil sonst kippt mir die halt tatsächlich noch um. Oh nee, jetzt bringe ich hier alles durcheinander. Ja. Fuck, bleibst du stehen, ey. So bleibst du stehen, so. Gut, dann legen wir das eben wieder hier runter. Wieso passt das jetzt nicht mehr so gut wie vorher? Wird schon passen jetzt. Ja, sieht man, passt. Nein, ich kriege das nicht mehr so weit runter. Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht? Mein Gott. Stelle ich es eben steiler auf, das ganze Ding. Hallo, ich will immer nur dieses dumme Bein hier ranklappen von dem Stativ, Alter. Das ist das Einzige, wo ich nicht ranklappen kann, wa? Ja, genau, alles klar. Vorher hat es auch locker gepasst, dass man die Leiste oben gesehen hat. Hallo, okay. Geil, es kippt das immer um. Was ist denn jetzt los, Mann? Machen wir es eben so, jetzt sieht man es wieder. Okay, jetzt haben wir da alles eingestellt, gerade ein bisschen durcheinander gebracht. So. What the fuck, wie sieht das denn aus? Okay. Interessant, okay. Das sieht ja mal komplett anders aus. So. Ziehen wir das runter, sieht es auch anders aus. Was ist mit der Helligkeit jetzt passiert? Helligkeit haben wir auch nicht mehr sofort hier drin, ne? Alles klar. Boah, jetzt musst du hier jedes Mal hier durchklicken, oder was? Regler oben an den Helligkeitsregler über dem Benachrichtigungsfeld ansetzen. So, den machen wir hier erstmal wieder rein. Jetzt haben wir den hier. Ein Beaming-Service, keine Ahnung. Der Beaming-Service von Samsung steht, keine Ahnung, was bereit. Haben Sie alle Ihre Karten und Gutscheine griffbereit? Kennen Sie diese an der Kasse? Für mehr Infos berühren. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, das heißt, es ist jetzt so ein Scanner, der da auch gut funktioniert. Cool. Das ist gut. So, das können wir zumachen. Es läuft jetzt auch mega flüssig, wie ich finde. Synchronisierung. Erhalten Sie von kostenlosen Speicherplatz. Was ist denn das? Nein, um Gottes Willen. Der kann... Ja gut, das kann er... von mir aus machen. Okay. Okay, cool. Man kann da jetzt alles synchronisieren. Google Play Store, wie sieht denn der jetzt aus? Der sieht genauso aus wie vorher. Okay. Das hier
will ich bitte deinstallieren. Das brauche ich nämlich nicht so. Und das ist mir aber auch langsam geworden hier. Ja, so ein paar Spiele kann man aktualisieren. Ja, ne? Okay. Den muss man aktualisieren. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall. Na gut. So. Wo können wir denn reingucken? Galerie vielleicht. Okay, Galerie sieht genauso aus wie vorher. Okay, interessant. Das haben die gesagt. Kalender heißt jetzt anders, ne? Hier heißt er jetzt Kalender. Haben wir offiziell als Kalender drin. Cool. Wie zum Geier sieht der denn jetzt aus? Komplett anders. Kann ich hier irgendwo drauf drücken? Boah, ist das geil. Cool, das haben wir die einzelnen Tage hier. Kann man was hinzufügen? Ist das grün genial? Kann ich da auch so rauszoomen oder so? Nee. Ich kann so runter wie vorher auch und hin und her. Okay. Ja, und da halt die verschiedenen Sachen. Das sieht jetzt auf jeden Fall schon mal anders aus. Okay. Ich habe hier oben direkt die Suchleiste für Apps drin. Ne? Die kann ich direkt verwenden. Da unten haben wir jetzt auch irgendwas drin. Ja gut, die Leiste sieht ja ein bisschen anders. Wir haben keine Abteilungen mehr hier zwischen den Wörtern. So. Man kann sogar mit Sprache suchen. Hier haben wir irgendwelche Einstellungen. So. Kann ich jetzt nehmen? Man kann immer noch nicht durchscrollen, ne? Das ist ein bisschen schade. Telefon optimiert, nö. Daten können gesichert werden, okay. Das. Wieso hat er jetzt schon wieder alles drin? Das da braucht man nicht, das da nicht. Das nicht. Ja, genau, so. Das kann er von mir aus alles machen. Oder? Weiß ich nicht. Erfordert mich, ja. Wenn ich Musik und Dokumente mache, habe ich da 500 GB drauf. Das kann er von mir aus sichern. Das haben wir aktualisiert. Na gut. Kann man jetzt hier irgendwie mehr einstellen oder so? Man kann nicht mal die Übergänge einstellen. Okay, gehen wir mal in die Einstellungen gucken. Hallo, wieso komme ich denn nicht mehr in die Einstellung? Ist das behindert? Das bleibt auch gleich mal offen, das Menü. Oh Gott, wie sieht das denn jetzt aus? Interessant. Okay. Nee, das sieht hässlich aus. Okay. Ja, gut. Kann ich das inzwischen noch ganz. Nee, kann man nicht ganz ausstellen wie bei manchen. Bildschirm auslassen, verhindern, dass der Bildschirm unabsichtlich eingeschaltet wird, während sich das Gerät in einem dunklen Ort, wie zum Beispiel in der Tasche, befindet. Wie funktioniert das? Ja toll, dann kriege ich es nachts aber auch nicht mehr ein, wa? Nee, das lassen wir mal lieber. Ja, gut, okay, das sieht auch ein bisschen neu aus, glaube ich. Der analysiert jetzt erstmal alles. Zumindest habe ich die Funktion noch nie gesehen oder benutzt oder so. So, ach cool, der zeigt da unten jetzt alles an, was man noch hat. Mäßig, alles klar, schreibt man mit scharfem S, aber ja. Akku 17 Stunden noch, 52% haben wir jetzt noch, hat 10% verbraucht alles. Speicher 8 GB frei, RAM 1,6 GB frei. Alter, wie viel braucht das denn? Gerät, das sich. Ach, wir haben kein. Haben wir 4 oder 3 GB Arbeitsspeicher? Ich weiß es gar nicht. Google-Einstellungen haben wir extra und ich schmeiß fast die Kamera runter. Okay. Ja, sieht jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen anders. So, gucken wir mal die Geräte-Status-Dingens-Bummens an. Und müssten hier auch irgendwo die Android-Version haben, war da Software-Info. Hier Android 7.0. Was passiert bei 7.0? Gar nichts. Man kann hier einfach gar keine Spiele mehr spielen oder so. Ist ja langweilig. Die Knox-Version, okay. Android-Sicherheitspatch-Ebene ja nur so bla bla bla. Okay. Genau, so sieht das Ganze jetzt auf jeden Fall aus. Jetzt gucken wir mal den Sperrbildschirm an. Was haben wir hier jetzt anders? Das sieht auch da oben ein bisschen anders aus. Okay. Entsperren wir das mal. Und dann, was hatten wir noch neu? Vielleicht kann man jetzt unser Musikdingensbummens
Musik. Ich kann hier nicht einfach drauf tippen, ist das bescheuert. Wo haben wir denn unsere Musik-App? Leute. Ich glaube, ich bin ein bisschen blind. Da, Musik hier. So, was können wir denn jetzt hier einstellen? Überspielen Musik steuern, ohne das Gerät zu entsperren. Nee, das haben wir schon mal. Bildschirm aus Musik. Bildschirm wiedergeben, indem der was? Musik wiedergeben, indem der Kopfhörer bei ausgeschalteten Bildschirm angeschlossen. Nein. Ja gut, dann funktioniert mit Bluetooth wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay, haben wir. Auch nicht mehr, ja. Wir hatten das mit dem. Beim S5, dann hat man so drüber wischen können. Und dann ist das weitergegangen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das in den Einstellungen irgendwo finden. Und zwar Anzeige hatten wir. Hier kann man. Das ist jetzt nämlich auch neu, genau. Man kann hier umstellen, die, von der Leistung her. Das ist ja die originale Auflösung, diese WQHD, diese 2K-Auflösung. Dann haben wir hier noch die HD-Auflösung. 27 und jetzt Full HD. Und das kann man dann halt umstellen. So, jetzt wenden wir das mal an. Ja gut, ein leicht unscharf ist das halt schon, ne? Dann kann man halt ein bisschen Leistung sparen und so. Ich meine, diese Auflösung braucht man ja echt meistens gar nicht. So, jetzt stellen wir es wieder auf Full HD. Obwohl, wir gucken einfach mal, wie das dann anders aussieht. Ich glaube gar nicht, nö. Da sieht man eigentlich gar keinen Unterschied, wie ich finde. So, anwenden. Das haben wir angewendet. Full HD passt vollkommen. Da spart man nämlich auch ein bisschen Akku, das weiß ich so. Sprache, Video, Optimierung, nein. Eigentlich wollte ich nach diesem Gestenzeug hier suchen. Und zwar Modus, Anwendung. Ich suche hier oben einfach, ich tue im Kopf. Die Tastatur sieht auch ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen runder. Einmal tippen, um Alarme gesteuerte Alarme zu stoppen, ohne zu verzögern, gerne von 10 oder abzulehnen. So. Diagonales in der unteren Ecke streichen. Was? Ah, dass das Display rausgeht, genau. Geste für Pop-Up-Ansicht, automatisch Widerstand vergrößern mit Geste. Nö. Gut, nö, da gibt es nichts mehr. Okay, das soweit dazu mal. So sieht das neu aus. Ein bisschen komplett anders und so. Wir haben hier wieder zwei Seiten sogar. Das heißt, da glaube ich diesmal sogar alles drin. Ja, so, hier kann man nicht mehr rüber switchen oben. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Da muss man tatsächlich runterziehen. Aber das ist, ob man die Geste jetzt so gemacht hat oder so gemacht hat, ist ja letztendlich egal. Das ist eine Geste und ja, genau, so viel zum Thema von mir dazu, zu Android 7 und so. Ja, die Uhr sieht auch, oh cool, jetzt kann man hier nämlich endlich direkt durchscrollen und muss dann nicht mehr reintippen. Sieht auch ein bisschen nicer aus. Ja, hat nämlich alles sogar gespeichert. Was haben wir denn noch? Die Kamera vielleicht. Anzeigen von Kameramodi. Jetzt kann man von. Okay. Von rechts zwischen Filter und Kamerawechsel. Das Kamerawechsel kann man jetzt so machen. Das ist ja praktisch. Hallo Leute. Kann man jetzt so wechseln? Das ist ja geil. Das war vorher nämlich nicht. Hier kann man zu den Filtern wechseln. Und hier kann man zu den Modis wechseln. Geil. Okay. Ja, das haben wir so gemacht. Cool. Aber jetzt sage ich wirklich genug für heute. Handy aus und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.